Ich war in den letzten Tagen immer wieder im Gespräch mit dem Penn Berlin und vielen Dank, dass ihr das auch initiiert habt mit uns gemeinsam. Diese Veranstaltung hatte ursprünglich mal einen anderen Arbeitstitel. Aber die Welt dreht sich so schnell und die Welt verändert sich so schnell und die Welt ist so aggressiv geworden, dass man auch manchmal reagieren muss. Und ich denke, das ist der richtige Ort. Vielen Dank, Eva Menasse, ja, für die Initiative, dem PEN für die Initiative. Ich danke den Sprechern. Eine Sprecherin wird nicht anwesend sein, sie ist erkrankt kurzfristig. Aber natürlich vielen Dank an Thomas Dottern-Dreifuß, an Meron Mendel, ja, an Doran Rabinowitsch und Esther Shapira. Ich wünsche euch eine gute, friedliche Diskussion. Danke. Ich sitze da und ihr könnt euch aufreihen, wie ihr wollt. Nee, nix da, das ist der Platz der Moderatorin. Ja, in Sorge um Israel heißt unser Thema für diese Runde. Das Grauen des antisemitischen Pogroms der Hamas vom 7. Oktober liegt jenseits unserer Vorstellungskraft. Selbst für die, die die Videos gesehen, die Aussagen der Überlebenden und die Befunde der Pathologen gehört, die Schilderung gelesen haben. Alle in dieser Runde sind persönlich betroffen, kennen jemanden, der ermordet, gefoltert, verletzt oder verschleppt wurde. Alle haben israelische Staatsangehörigkeit. Und deshalb, wie sollten sie auch nicht? Umgerechnet auf die Bevölkerungsanzahl ist es so, als ob in Deutschland an einem Tag 13.000 Menschen massakriert worden wären. Unvorstellbar. Das Ausmaß an Grausamkeit sprengt alles Sagbare. Alle hier aber versuchen schreibend die Realität zu verarbeiten, das Unsagbare in Worte zu fassen. Und das Leid geht weiter. Das Leid der Opfer der Hamas, das Leid in Israel, das Leid in Gaza. Was genau im Krieg passiert, können wir von außen nicht überprüfen. Wie auch? Wie sollten wir Informationen als Ferne, als Außenstehende, als Zivilisten hier so fern vom Geschehen überprüfen können? Auch was jetzt an Behauptungen rund um den Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza passiert ist, können wir im Moment nicht verifizieren. Die IDF, die Israeli Defense Force, haben Videos und Funkverkehr veröffentlicht, wonach es wahrscheinlicher ist, dass es eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad war. Aber ob das so ist, werden wir sicherlich journalistisch überprüfen. Noch können wir es nicht wissen. Gestatten Sie mir eine persönliche Anmerkung vorweg. Ich habe lange gezögert, diese Moderation zu übernehmen, weil ich mir nicht sicher war, ob es auf die Fragen, über die ich heute mit meinen Gästen reden möchte, überhaupt schon Antworten geben kann. Aber lassen Sie es uns versuchen. Nicht als Streitgespräch, sondern als gemeinsames, ruhiges, konzentriertes Nachdenken. Lassen Sie uns darüber reden, was sich mit diesem Tag verändert hat. Politisch, aber auch ganz persönlich. Welche Hoffnungen sind erloschen? Welche Ängste sind erwacht? Überall, auch hier in Frankfurt, haben Jüdinnen und Juden Angst. Der Schutz jüdischer Einrichtungen wurde erhöht, aber kann das im Ernstfall eines grausamen Überfalls wirklich helfen? Sie alle fühlen sich mit den Opfern vom 7. Oktober eng verbunden, denn sie sind überzeugt, dass sie nicht als Israelis, sondern als Juden ermordet wurden. So viele wie nie zuvor seit dem Ende der Shoah. Bevor wir reden, möchte ich daher einen Moment mit Ihnen innehalten und schweigen im Gedenken an die Opfer des Pogroms vom 7. Oktober. Danke.
Alle drei duze ich, zwei kenne ich lange, gut, Meron Mendel am längsten, Doron Rabinowitsch, und wir haben uns gerade kennengelernt, Thomas Dothan Dreifuß. Alle drei sind Ihnen wahrscheinlich bekannt, weil Sie viel veröffentlicht, geschrieben, nachgedacht haben über die Frage, die uns jetzt heute beschäftigt. Meron Mendel als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Professor für Soziale Arbeit an der University of Applied Science in Frankfurt. Meron, ich habe gesagt, wir kennen uns schon lange. Du bist selbst in einem Kibbutz im Süden aufgewachsen. Wie geht es dir? Ja, es geht mir natürlich dementsprechend schlecht, und es geht mir vor allem in den letzten Tagen so, dass ich immer wieder so springe zwischen die Gespräche, wie wir heute führen hier, und dann setze ich mich in meinem Kämmerchen und schalte mich im Zoom auf Beerdigungen, die vorgestern, gestern, auch heute noch in Israel stattfinden. Das sind Beerdigungen von Menschen, die ich als Kind, als Jugendliche kannte. Das sind Kinder von Freunden. Ich habe gestern mit dem Vater einer sehr guten Freund von mir gesprochen. Er hat mir gesagt, meine Mutter ist gerettet von einem Pogrom. Sie hat geschaut, wie ihre Eltern massakriert wurden. Und jetzt muss ich meine Tochter begraben. Und ihr Sohn hat gesehen, wie sie und sein Vater massakriert, ermordet wurden. Also das, irgendwie mischen sich so viel Gefühle, und ich habe dann der Versuch, und ich denke, versuchen wir alle, das irgendwie das zu abstrahieren, irgendwie in politischen Kontext zu denken. Also wir haben auch gestern die Rede gehört von Žižek, das muss alles kontextualisiert werden, und vermutlich stimmt das. Aber ich merke, wie schwer es mir fällt, weil mir diese Gesichter noch jede Nacht vorkommen und jeden Tag, und die Erinnerung und die, also alles, was man, also das sind, wenn ich denke an Basketballspiele, dass ich mit damals mit Jugendlichen gespielt habe, die heute sind nicht mehr da, kann ich das schwer kontextualisieren, ich kann es schwer dann irgendwie in so eine irgendwelche Erklärung dafür finden. Ich bin einfach, man wird einfach aufgeschmissen und wird man sprachlos. Ich habe eingangs das Gefühl, hier in der jüdischen Gemeinde zitiert, wir haben uns auch in der Synagoge gesehen bei den Gebeten, und du bist da hingegangen, es war dir wichtig, und das Gefühl, selbst angegriffen worden zu sein. Ging es dir auch so? Hast du dich unmittelbar selbst angegriffen gefühlt? Und wenn ja, als was? Als Israeli? Als Jude? Also einerseits verstehe ich, wenn Juden in Deutschland sagen, wir fühlen uns unsicher. Das ist ein Gefühl, und das kann man das gar nicht widersprechen. Ich fühle mich hier sehr sicher. Ich fühle mich sehr sicher, und ich bin so sicher, dass es mir unangenehm gegenüber den Menschen in Israel, die um ihr Leben zu bangen haben. Also ich weigere mich, das ist vielleicht eine dumme Reaktion, aber trotzdem, ich weigere mich überhaupt auf diese Ebene zu diskutieren und mich sozusagen in eine bedrohte Position zu stellen, wo ich gar nicht bin. Weil das kommt mir wie eine Zumutung gegenüber Menschen in Israel, die wirklich in Gefahr sind. Gegen Menschen, die eines Tages aufgewacht sind und saßen am Frühstückstisch und dort einfach abgeschlachtet wurden. Und jetzt zu sagen, ja, ich habe jetzt Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich meinte auch weniger, ob du Angst hast, dich unmittelbar bedroht fühlst, oder ob es das Gefühl ist, ich bin auch gemeint. Ich weiß nicht, ob ich kann mir überhaupt nicht mich hineinversetzen in den Kopf von islamistischen Terror. Jemand, der sich sozusagen auf,
eines Tages aufwacht und geht über die Grenze, um mit der, nur mit der, der Wunsch, andere Menschen zu, abzuschlachten, Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu enthaupten. Ich weiß nicht, was er meint. Das interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich gemeint wie ein Mensch, und jeder Mensch auf dieser, in dieser Planete, der, der in irgendwie noch einen moralischen Kompass hat, soll sich gemeint fühlen, weil die, es ist auch die Zeit dazu zu sagen, dass in, also ich meine, die erste Opfer der Hamas war nicht Juden, das war die Fatah-Leute, die aus den Hochhäusern von Gaza nach unten von der 20. Stock runtergeschmissen wurden. Das waren Homosexuelle, die in Gaza hingerichtet wurden und gefoltert wurden. Also ich denke, und das wissen wir inzwischen, schauen wir nach, was die islamische Staat IS machen. Jeder Mensch, der nicht so ist wie sie, ist damit gemeint. Thomas Dothan Dreyfus, Schriftsteller und Übersetzer. Ihr Roman Birobidzhan widmet sich der Frage einer jüdischen, jiddischen Enklave, also einer Diaspora-Vorstellung irgendwie. Es wirkt plötzlich alles so fern. Sie sind geboren in Haifa, leben seit 10 Jahren in Berlin. Also du, stimmt, wir haben gesagt, wenn du jetzt hast. Der 7.10. ist eine Zäsur. Israel wird nie wieder sein, was es vorher war. Das ist das, was ich jetzt ganz oft gehört habe, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Geht es dir auch so? Ja, und ich glaube, es ist verbunden mit der Frage an Meron über unsere Sicherheit hier. Ich glaube, also ich bin gerade ziemlich emotional, aber ich versuche kurz in die Theorie der Sache rangehen. Ich glaube, dass die Sicherheit Israels, auch wenn es ein bisschen fake war, weil wir haben schon in Israel Terrorangriffen erlebt, dass diese Konzeption von Israel als eine sichere Hafen ist genau das, was uns auch erlaubt hat, nicht in Israel zu leben. Was uns auch erlaubt hat, in Berlin zu leben und in Paris und in London. Ja? Diese Grundgedanken, dass falls das Schlimmste kommt, hier in Deutschland, in Frankreich, in England, können wir im schlimmsten Fall alles einpacken und weg nach Israel. Und das können wir nicht mehr sagen. Also ich werde das Wort wir jetzt vermeiden. Warum kannst du das nicht mehr sagen? Wie bitte? Warum? Weil das nicht, militärisch nicht mehr sicher ist? Weil das kein, oder ist es ein emotionaler Zufluchtsort, der weg ist? Weil mir ist mittlerweile klar geworden, es war mir klar, aber es war auch bequem, es zu ignorieren. Es ist wirklich unignorierbar mehr, dass... Und das ist jetzt kein Urteil, es ist keine politische Aussage, es ist wirklich nur eine Betrachtung, dass Israel überhaupt kein sicherer Ort für Juden ist. Und deshalb, wenn es hier in Deutschland Antisemitismus gibt, dann die Lösung ist, diesen Antisemitismus hier in Deutschland zu lösen und nicht dadurch, dass wir irgendwo anders gehen und diesen Antisemitismus fliehen. Und dieser Konzeptionswechsel, den ich erlebe gerade und vielleicht viele andere und vielleicht nicht unbedingt bewusst bei vielen, das ist was mir gerade Angst macht hier. Ja? Also nicht unbedingt von Islamisten in Deutschland oder Hamas-Aktivisten und so weiter, auch wenn es hier morgen Neonazis auf meiner Straße laufen. Israel ist jetzt weniger eine Möglichkeit für mich und für vielen. Und deshalb und daher kommt diese existenzielle Angst plötzlich.
Vor Antisemitismus ist man nur noch auf dem Mond sicher, ging mir eben durch den Kopf, genauso wie ein weiteres Zitat von Hannah Arendt: Wenn ich als Jude Juden angegriffen werden, muss man sich als Jude verteidigen. Ist dieser Satz dir näher gekommen? Ist es das, was du meinst? Ich beschäftige mich mit diesen Fragen zum ersten Mal in dieser Tiefe in den letzten 10 Tagen. Deshalb ist es mir, auch als jemand, der in Israel aufgewachsen ist, dieser Unterschied zwischen jemand, der in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft und nicht in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen ist, ist ja auch langsam klar für mich. Also ich habe keine gute Antwort auf diese Frage. Ja? Also lass es mich etwas anders fragen. Wenn du jetzt hier sitzt in Berlin, in Deutschland, und ja, ich nehme an, nonstop Nachrichten guckst, israelisches Fernsehen, Radio, verbunden bist mit Israel und mitbekommst, was dort ist, ist dir das Land im Moment näher gerückt wieder? Ist die Distanz geringer geworden? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht unbedingt positiv. Also es ist ein bisschen Survivor's Guilt sozusagen. Ja, also meine Familie ist noch da. Ich habe eine Entscheidung gemacht, vor 13 Jahren wegzugehen, und jetzt sind sie in dieser Situation und ich bin in eine ganz andere Situation. Und also in dem Sinne ein bisschen Survivor's Guilt gibt es schon, ja. Doron, du nickst. Doron Rabinovic, geboren in Tel Aviv, lebt in Wien, Schriftsteller, Historiker. Alles, was ich bisher gesagt habe zur Vorstellung der Gäste, dass sie jemanden verloren haben, jemanden kennen, das Land näher gerückt ist, all das trifft auch auf dich zu. Du bist ebenfalls, wie ich weiß, nonstop ein Nachrichtenjunkie im Moment, guckst, versuchst, Informationen mitzubekommen. Und mich würde interessieren, du hast geschrieben, das ist der Moment, da es gilt, jenseits der Sonntagsreden und Erinnerungsrituale Farbe zu bekennen. Der Kampf gegen Antisemitismus kann nicht redlich geführt werden, ohne für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels und seiner Zivilgesellschaft einzustehen. Was meinst du damit? Zunächst einmal muss ich sagen, dass zum Glück in meiner unmittelbaren Nähe niemand ermordet worden ist. Ja, also, aber ich kenne sozusagen vermittelt Leute schon, aber wurscht. Der entscheidende Punkt ist, ich kann zu all dem, was gesagt worden ist, nicken. Ich habe das geschrieben zu einem Zeitpunkt, und ich stehe dazu, ne? Aber ich sage das nur dazu. Ich habe das geschrieben mehr oder weniger unmittelbar während des Mordens. An jenem Samstag habe ich begonnen, das zu schreiben, oder bin mir nicht ganz sicher, danach, vielleicht in der Nacht. Und da waren schon Demonstrationen in Wien, da ging das Morden noch vor sich, da wurden noch Leute verschleppt, und da wurde die Mahilferstraße runter Debka getanzt, um Judenmord zu feiern. Und das muss man einfach aussprechen, das ist einfach eine Tatsache. Hannah Arendt hat jenen Satz folgendermaßen gemeint und gesagt: Es gibt das Stück von Lessing, Nathan der Weise. Und da kommt es vor, dass Nathan angesprochen wird als Jude, er aber antwortet als Mensch. Das gefiel dem deutschen Publikum sehr. Es gefällt ihm auch heute sehr. Und Hannah Arendt kam nach Deutschland, um sich den Arendt-Preis abzuholen. Und sie sprach dagegen und meinte, nicht lange nach der Shoah: Wenn du als Jude angegriffen wirst, dann wehre dich als Jude. Das ist nicht ein Spruch gegen den Universalismus. Hannah Arendt war durchaus auch universalistisch. Sondern sie meinte etwas, was sehr wichtig ist. Und ich finde, wir haben das auch schon teilweise alle hier schon gesagt. Ja? Ich glaube schon, dass wir auch gemeint sind, aber nicht nur.
Das heißt, man muss das in der zweifachen und in der Ambivalenz denken. Die Hamas sagt ganz eindeutig und offen, A, dass sie alle Juden meint, das ist in ihrem Gründungspapier festgeschrieben und sie hat das auch in Selbstmordattentaten vorher bewiesen, aber gleichzeitig wissen wir, dass auch unsere Landsleute gemeint sind, die nicht jüdisch sind, denn die wurden auch umgebracht. Ich fühle mich denen sehr nah und ich habe dieses Survivors Guilt, diese Überlebensschuld auch ihnen gegenüber. Und sie äußern sich teilweise wirklich sehr solidarisch und sehr gut. Und insofern, ich fühle auch, genauso wie Maron gesagt hat, eine gewisse, es ist ein bisschen obszön, gegenüber meinen Verwandten in Israel davon zu sprechen, dass wir bedroht sind. Das ist ja nicht zu vergleichen. Aber gleichzeitig muss ich halt zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt anscheinend eine Brandbombe gab in Berlin gegen Agudas Israel war es oder gegen welche Gruppe. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ich kenne kaum andere Gruppierungen, Kriege, also zum Beispiel wenn wir denken an den Krieg in Ex-Jugoslawien, dann war das ja schon schrecklich genug. Da waren am Wiener Busbahnhof zu sehen, wie die Leute, die miteinander während der Woche gearbeitet haben, am Wochenende in den Krieg gefahren sind, um einander umzubringen. Aber soviel ich mich erinnern kann, wurden serbische Exilgemeinden nicht angegriffen. Und dort, wo ich wohne, im zweiten Bezirk in Wien, wurde am Samstag, fuhren Limousinen durch die Straßen und verteilten Süßigkeiten. Und ich könnte noch mehr erzählen, aber ich bin ganz auch bei euch, ich find's nicht angebracht, jetzt Panik zu erzeugen oder Stimmung, weil mit dieser Stimmung wird wieder was anderes hier erzeugt. Und das, was wir wollen, ist ja, dass das nicht erzeugt wird. Und das sage ich wiederum im Namen eines Universalismus, der keine dieser Pauschalisierungen akzeptiert. Ja, trotzdem ist es natürlich interessant, Eva Illus, die jetzt nicht hier ist, aber gehört zu den UnterzeichnerInnen einer Erklärung von israelischen Intellektuellen, Schriftstellern. Und es ist eine Erklärung, die entstanden ist als Reaktion auf die Reaktion so vieler anderer Intellektueller weltweit und gibt dem Entsetzen mangelnder Solidarität Ausdruck. Und es heißt darin, ich zitiere das mal gerade, ich mache es relativ kurz, es endet dann damit, others have downplayed the suffering and trauma. Andere haben das Leiden und das Trauma heruntergespielt und haben gesagt, Israel ist es selbst schuld, andere haben sich geschützt vor dem moralischen Schock durch historische Vergleiche. Und es gibt auch solche, nicht wenige, für die der dunkelste Tag in unserer Geschichte Grund war für eine Feier. Und diese Antworten haben uns überrascht. Wir haben uns nie vorgestellt, dass Einzelne so reagieren können in einer Art und Weise, die moralisch unsensibel ist. Und das ist einfach überraschend. Intellektuellen gab. Das Interessante ist ja, auch da möchte ich zurückkommen auf das, was Thomas gesagt hat. Was ist Überraschung, oder? Das ist eine interessante Sache. Ja. Mein erster Essay, den ich als Jugendlicher geschrieben habe, war gegen Atomkraft. Und ich habe gemeint, es könnte ja zu einem Super-GAU kommen. Aber ehrlich gesagt, ich habe nie geglaubt, dass es zu einem kommt. Und als es dann mehrmals schon während meines Lebens zu einem kam, war ich überrascht. Das heißt, ich bin in den letzten Jahren übrigens ziemlich oft überrascht. Man sagt Sachen voraus und dann passieren sie und dann ist man von den Socken. Und insofern, also richtig überrascht, bin ich überrascht, wenn
Žižek gestern gemeint hat, ich habe mir das angeschaut, niemand hat über Palästinenser geredet, dabei wurde über Palästinenser geredet, oder dass er sagt, dass er über das, dass er von dem Massaker auf Reinhard Heydrich kommt und eine Konstruktion aufbaut, als ob wir ihm den Judenstaat, Reinhard Heydrich schenkt den Juden einen Staat. Also das muss ich sagen, das war mir fremd, aber überrascht. Ich finde, dass die Erklärung richtig ist. Ich finde, dass die Erklärung von Eva Illouz stimmig war und Moseraz, und dass mir diese Leute nah sind. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht unterschrieben. Ich habe sie nicht unterschrieben, weil so ähnlich wie Thoma gesagt hat, es gibt Momente, da ist es vielleicht klüger, nicht so klug zu sein. Du sagst es, lass mich nochmal nachfragen, du sagst, es hat dich nicht überrascht. Warum hat es dich nicht überrascht? Ich meine, zunächst mal ist es doch so, man müsste doch annehmen, jenseits aller politischen Debatten. Und wir wissen ja, dass es in den letzten Jahren immer wieder auch Teile, der es gibt innerhalb, ich möchte auch hier von einer Pauschalisierung absehen, ja. Es wird sehr leicht dann von der Rechten gesagt, die Linke ist. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass der Satz eigentlich stimmt, Antisemit ist immer der andere. Man sieht immer den Antisemitismus auf der anderen Seite. Aber Teile der Linke, und das wissen wir, Teile der Linken hat einen merkwürdigen Reflex, wenn es um jüdisches Leben geht. Und es geht hier um auch jüdisches Leben. Ja, also es geht auch darum, dass man Leuten ums Leben ging, die Juden sind. Das kann man feststellen. Man soll daraus nicht eine, wiederum, man soll daraus nicht eine Generalisierung machen, aber das ist ein Thema und dagegen anzusprechen, finde ich richtig. Thomas, du bewegst dich in Berlin ganz wesentlich innerhalb dieser Linken auch, von der da die Rede ist. Ich bin sicher, du kennst viele Menschen um dich herum, mit denen du bis zum 7. Oktober, oder das ist meine Frage, ich könnte mir vorstellen, lass es mich so rumformulieren, mit denen du dich bis zum 7. Oktober näher gefühlt hast als danach, oder? Vermute ich da falsch? Ja, nee, also in den letzten 11 Tagen habe ich vielleicht 40 Leute blockiert auf Social Media, die mir damals in verschiedenen Nähe standen. Ich glaube, dass die israelische Linke gerade ist eine sehr einsame Gruppe geworden seit diesem Attentat, seit diesem Massaker. Und zwar, wie Doron sagt, es gibt diese Reflex. Und wir haben auch Freunde von uns aus den europäischen Linken und so weiter. Wir haben sie gesehen, wie sie das feiern. Das, ja, und das könnte genauso auch um meine Familie gehen, die dort geschlachtet ist. Und deshalb es ist für mich, es war für mich schockierend. Andererseits gibt es auch diese Reflex, die ihr beide angesprochen habt. Also diese Panikerzeugung ist auch ein Reflex von der anderen Seite. Genau, also ich will als jemand, der in Berlin lebt, genau, kann ich nur sagen, dass die Sonnenallee in Neukölln in den letzten Tagen sieht aus wie die Westbank und mit massiven Polizeikräften und Durchsuchungen und alles. Und das, ja, das erinnere ich nicht aus dem Tag, nachdem Leute in Chemnitz Ausländer gejagt haben, zum Beispiel. Ja? Und das macht mir Sorge um diesen Land. Es ist keine Frage, ja, dass man jüdisches Leben in Deutschland schützen soll. Die Frage ist immer warum, nicht warum, sorry. Die Frage ist nicht warum, die Frage ist wie. Und ich glaube, dass
Das ist auch die Frage in Israel übrigens, ja, für mich mindestens. Es ist keine Frage, dass man Hamas zerstören muss. Das ist eine brutale Terrororganisation und er muss weg. Die Frage ist, wie? Bist du dir in dieser Einschätzung, dazu kommen wir gleich noch, aber lass mich nochmal einhaken, bist du dir in dieser Einschätzung, es ist keine Frage, dass man Hamas zerstören muss, einig ja. mit der Mehrheit deiner Freundinnen, Freunde, nicht-jüdischen? Nein, das würde ich nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hamas-Unterstützer um mich herum hatte. Das ist ja wirklich nein, nee, das hatte ich nicht. Es gibt aber viele, es gibt eine große Verwirrung und da möchte ich einen Punkt von Meron noch ansprechen, die Mangel an Sprache. Ja, also diese, es wurde schon erwähnt, die Rede von Žižek gestern, der hat auch viele Sachen gesagt, die man stark kritisieren kann. Im Kern der Sache hat er gesagt, und das hat er gesagt aus einer Position von Nicht-Israeli, Nicht-Jude-Denker aber, dass es schade ist, dass man nicht in der Lage ist, gerade diese Situation zu analysieren. Ja, er hat nicht von Rechtfertigen gesprochen oder Verstehen, aber analysieren. Und ich glaube, das Problem, warum man das nicht analysieren kann, das hat Meron gesagt, dass, weil wir so nah an der Sache sind, weil wir diese Gesichter noch sehen vor uns, ja, und ich gebe zu, ich bin gerade nicht fähig, das zu tun, nicht völlig, nicht durchaus, aber ich wünsche mir, dass ich irgendwann in der Zukunft das machen könnte, damit ich diesen Konflikt besser verstehen kann und im Endeffekt, damit wir, habe ich gesagt, dass ich es vermeide, aber trotzdem, damit wir diesen Konflikt irgendwann in der Zukunft besser verstehen könnten und auch bessere Lösungen finden. Weil die Lösungen, die wir gerade haben, die scheinen seit Jahrzehnten nicht zu funktionieren. Und ich glaube, um einen Kurswechsel zu haben, um irgendwas zu haben, was tatsächlich funktioniert für die Sicherheit der Israelis, für die Sicherheit aller Menschen in der Region, müssen wir fähig sein, die Situation zu analysieren. Da muss ich das zugeben. Ja, Meron, du willst was dazu sagen? Gerne. Ich würde dir nur gerne noch eine Frage dazu mitgeben. Na, gut, mach erstmal deinen direkten Reflex und dann frage ich. Zur Frage der Analysieren, ich bin ganz bei dir, Thomas. Also wir brauchen Zeit und Abstand, bevor wir zu dieser Analyse kommen. Mir fällt gerade aber so, gerade bei unserer linken Freunde, und dann bin ich ganz bei dir, ich fühle mich auch sehr alleine mit vielen aus diesen Kreisen, einfach die Anerkennung, diese absolute Böse, der ohne Wenn und Aber ist. Also ich bin damit aufgewachsen mit dem Begriff Sabra und Shatila. Als Kind, als Kleinkind, wenn meine Eltern der absolute Böse meinen wollten, sie haben mir von der Sabra und Shatila, die zwei Flüchtlingslager, die 1982 durch die christlichen Maronen unter der Aufsicht der israelischen Armee dort die Menschen vor Ort in diese Flüchtlingslager massakriert haben. Und ich musste gar keine Kontextualisierung, ich musste gar keinen irgendwie Zusammenhang. Das war einfach das absolute Böse. Wenn wir Srebrenica sagen, wenn wir auch ganz neue Bucha sagen, jeder ist klar, ich brauche jetzt nicht diese ganze Kontextualisierung. Aber wer von uns kann mit dem Wort Be'eri, Kfar Aza, Nir Oz anfangen? Als Symbol für die absolute Unmenschlichkeit. In Be'eri sind 20% der Bevölkerung abgeschlachtet. Viele andere sind in diesen Minuten und diesen Stunden in Gaza in der absoluten Ungewissheit, wie es ihnen geht. Darunter auch Kinder, die ihre Eltern ermordet wurden. Also für mich fällt in viele Gespräche, leider gerade mit linken Leuten, diese
diese Grundlage, das Wort Be'eri ist einfach ein Wort für sich. Und darüber kann man gar nicht diskutieren, ohne Wenn und Aber und ohne dass gleich Zizek mir erklärt, das muss kontextualisiert werden. Und wenn wir diese gemeinsame Grundlage haben, und wenn wir diese gemeinsame Grundlage haben, dann kann man über alles sprechen. Wir können über alle politischen Zusammenhänge, wir können auch über Fragen sprechen, inwiefern Netanyahu die Hamas unterstützt hat, inwiefern alle möglichen politischen und internationalen Entwicklungen und auch was Israel durchgehend falsch gemacht hat. Aber ich brauche überhaupt mit jemandem zu sprechen, ich brauche diesen Konsens, ich brauche, dass wir alle hier auf einer Linie sind und sagen, Be'eri, Kfar Aza, Nir Oz, darüber kann und sollte man nicht diskutieren. Doron, die Frage an dich kommt gleich, aber Doron wollte dringend noch was ergänzen. Ja, ich wollte es bestärken, dass ich habe aufgezeigt, bevor auch Meron das schon gesagt hat, ja, wir sitzen ja hier zu dritt als solche, die sich in diesem Punkt vollkommen einig sind, dass es einen Hintergrund gibt. Das Wort Kontextualisierung verweist aber auf das Wort Kontext. Das heißt, wie ich darüber auch spreche, wenn ich es kontextualisiere. Und ohne Zweifel ist es der Hamas nicht darum gegangen, sich für ein Ende der Besatzung einzusetzen. Und zwar einen Kompromiss zu erzwingen. Das war ja eindeutig der Grund, warum sie in den 90er Jahren diese Selbstmordattentate durchgeführt hat. So gesehen schon wieder mal, wir müssen nicht überrascht sein, sind es aber trotzdem, nicht? Das ist ja das, weil das eben das ist, was dabei unfassbar bleibt. Und das, was Moron angesprochen hat, lässt sich in dem Punkt auch für mich nachfühlen, dass nach Charlie Hebdo etwa sofort eine Einigkeit da war, dass die Zivilgesellschaft durch ganz Europa reagiert und dass dann nicht diskutiert wird, ob das Magazin richtig gehandelt hat oder nicht beim Veröffentlichen oder schon. Plötzlich war die Diskussion darüber erstorben. Das heißt aber nicht, dass man sehr wohl weiter diskutieren muss. Das muss man unbedingt. Und selbst wenn man sich im Klaren darüber ist, dass jetzt gegen die Hamas vorgegangen werden muss, ich weiß nicht, ob man sie vernichten kann, aber dass man gegen sie vorgehen muss. Und selbst müssen wir doch einfach mal zugeben, dass es möglich ist, nicht zu wissen, wie, denn das ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Das ist ja nicht so, auch da möchte ich, vorher habe ich auf Nathan der Weisen, den Weisen verwiesen, Nathan der Weise. Aber jetzt möchte ich kurz verweisen auf Shylock. Da sagt beim Kaufmann von Venedig, das heißt es, der Jude will sein Recht, er soll sein Recht bekommen. Er soll von Antonio ein Pfund Fleisch rausschneiden, aber ohne einen Tropfen Blut zu vergiften. Und das ist, wir stehen vor einer Situation, wo wir natürlich sagen müssen, wir sind gegen Kriegsverbrechen. Wir haben einen anderen Wertemaßstab. Aber eins ist klar, ich bin sehr froh, dass ich hier in Europa, also in Wien, Schriftsteller bin und nicht einer, der sich dort mit solchen Fragen auseinandersetzen muss als General. Bin sehr froh. Und das sage ich, ich weiß, warum ich das bin, was ich bin und das andere nicht. Du hast eben gesagt, das ist ja Konsens hier oben. Es geht darum, die Hamas vielleicht nicht zu vernichten, aber wesentlich zu schwächen, ihre militärische Struktur zerstören, dass so etwas nicht mehr möglich ist.
Überall wird jetzt im Moment betont, das Recht auf Selbstverteidigung, ohne dass mir irgendjemand bisher erklärt hätte, was damit gemeint ist, also was das in der Umsetzung bedeutet, wenn zugleich gesagt wird, es darf keine Toten geben. Jeder weiß, dass es das nicht geben kann, dass das sozusagen eine Fantasiekonstruktion ist. Und das ist ja das, was du eben auch mit dem Verweis auf den Kaufmann von Venedig und Shakespeare gesagt hast. Aber gleichzeitig sind wir uns hier einig, dass selbst wenn es einen militärischen Schlag gibt gegen die Hamas, heißt der gar nichts, wenn danach nicht eine Politik kommt, die sich auseinandersetzt mit der Situation. Das ist klar. Ja. Es gibt ein Leid des palästinensischen Volkes. Ja. Und es gibt ein Recht. Auch da sind wir uns doch einig. Die Frage ist halt nur, darauf würde ich gerne am Ende nochmal schauen, wenn ich davon rede, welche Zäsur dieser 7. Oktober bedeutet, ob wir das wirklich verstanden haben. Also du hast gesagt, Meron Sabra Shatila ist im Bewusstsein, Deir Yassin ist es für jeden, der sich irgendwie befasst mit der palästinensischen Perspektive, also das Massaker in einem palästinensischen Dorf. Die Frage ist, wird es, oder nein, die Frage ist schon beantwortet. Ich glaube nicht, dass Be'eri oder Kfar Aza jemals in der Erinnerung diesen Stellenwert einnehmen werden. Und die Frage ist, warum ist das so? Das ist die eine Frage, auf die wir stellen es fest, dass es so ist, aber ich würde gerne mit eurer Hilfe verstehen, warum ist das so? Warum ist es nicht in gleicher Weise eine Selbstverständlichkeit, dass es Empathie gibt, dass es ein ohne Wenn und Aber Verurteilen dieses Pogroms gibt? Wie kann das sein? Thomas, du greifst zum Mikro. Ja. Also ich glaube, es gibt natürlich mehrere Gründe, warum das nicht ein Konsens ist, so generell. Aber ich glaube, auch wenn das schon gesagt ist und die Rede geht weiter und man spricht auch weiter über andere Themen und ob dieser Krieg in Gaza jetzt hilft jemand oder nicht, ob das jetzt, oder wie Doron erwähnt hat, den Leid der Palästinenser und so weiter, dann, obwohl man das schon vorher gesagt hat, dass man der Hamas-Angriff als der absolute Böse betrachtet, dann wird immer wieder vorgeworfen, aber was ist mit Be'eri? Das erlebe ich in den letzten 10 Tagen, dass ich fast jeden Satz muss damit anfangen, dass ich den Hamas-Angriff böse finde. Ansonsten kann ich nicht weiter reden. Und das ist auch wirklich nach 5 Minuten muss ich das nochmal sagen. Und jetzt ist auch die Frage, es gibt natürlich ein Problem mit Menschen, die das nicht als böse betrachten, die das als Befreiung betrachten oder was weiß ich. Aber gibt es nicht auch dazu noch ein Problem bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die, auch wenn es immer wieder gesagt wird, hören das nicht und brauchen das immer noch. Ja? So, also ich glaube, das ist auch etwas, wovon wir sprechen können, wenn wir über diese angestrebte Konsens reden. Zum Beispiel auf dieser Bühne. Ist es einfach so. Auf dieser Bühne gibt es zum Beispiel diese Konsens, ja. Und trotzdem muss ich das die ganze Zeit wiederholen. Na, du musst es deswegen wiederholen, weil wir es als Gespräch für ein Publikum machen, das nicht einfach alle einordnen kann und weil wir versuchen zu verstehen, was hier gerade passiert ist, in dem Sinne auch, wie Meron es gesagt hat. Der Wunsch zu hören vom Gegenüber eine eindeutige Verurteilung dessen hat ja viel auch zu tun mit genau dem Zweifel an der Empathie, der ja oft genug auch begründet ist.
Also nicht jetzt von dir, sondern weil du es generalisierst. Warum muss das erst gesagt werden? Es ist ja ein bisschen vergleichbar wie bei 9/11, wo auch danach man nicht einfach über den Terroranschlag reden konnte und Hintergründe und Kontextualisierung vornehmen konnte, ohne sich zu positionieren. Und das dringende Bedürfnis, insbesondere an muslimische Gesprächspartner, wie stehst du dazu? Aber was mich dazu noch einmal, würde gerne noch einen Schritt weitergehen im Verständnis. Haben wir, Frage auch an Meron, Frage an dich, Doron, haben wir aus einer linken Perspektive oder ihr aus einer linken Perspektive vielleicht auch zu viel, ein bisschen Illusion gehabt, was die Möglichkeiten des Gesprächs auf palästinensischer Seite angeht, auch was die Hamas angeht, zur Situation in Gaza? Es gab ja viel Hoffnung auch immer wieder, wenn man die Politik ändern würde, dann wäre, ich gucke jetzt nach Gaza und rede jetzt mal nicht über die Westbank und nicht über die PLO im Moment, sondern über Gaza, dann wäre die Situation zu befrieden. Ist der 7. Oktober und das Massaker das klare Signal, diese Chance gab es nie, da war eine Illusion? Wenn ich darf, noch ganz kurz zu der Frage, warum ist dann diese ständige Wunsch nach Verurteilung, weil das ist gerade gar kein Konsens ist. Und was wir immer wieder hören die letzten Tage, ist, dass dieser Spruch, was erwartet ihr, wenn ihr das Land kolonisiert, das ist ein Dekolonisierungskampf. Und hier entsteht sozusagen eine Allianz zwischen postkoloniale, linke Strom, der einfach sieht, die alle, die in Israel leben. Wir reden gar nicht von besetztem Gebiet Westbank oder Gaza, sondern wir reden über ganz Israel. Alle werden als Siedler gesehen und von daher, ihr Blut hat keinen Wert mehr. Und auf der anderen Seite, dass auch was nicht nur die Hamas also vertritt, ist die Vorstellung, sozusagen die Befreiung von Palästina ist wiederum die Befreiung aller Gebiete, inklusive Jaffa, Tel Aviv, Haifa und so weiter und so fort. Und von daher, ich bin ganz bei dir, Thomas, wenn du sagst, dann wir müssen Leute nicht ständig sozusagen unter Generalverdacht und ich muss jetzt immer sozusagen einen Treuschwur halten vor der Existenz des Staates Israel. Ich finde, es ist auch ziemlich absurd, wie es abläuft in der Diskurs hier. Aber auf der tieferen Ebene, also ich merke auch bei mir, obwohl ich das voll von mir so abweisen will, ich merke doch, dass ich diese Wunsch habe, dass einfach dass mir gegenüber sagt, ja, wir erkennen an, dass ihr Existenzrecht habt. Also wenn ich mit vielen palästinensischen und auch muslimischen Freunden habe und wenn ich sage, ich komme aus Israel und sage Palästina und ich sage, nein, Israel, und die sagen Palästina. Und dann sagen, entweder ich spreche jetzt das Gespräch ab oder du sagst das Wort Israel. Ich weiß, das ist total kindisch. Aber das ist aber auch dieser Wunsch, dass mir gegenüber das anerkennt, dass ich existiere, dass ich eine Identität habe, dass ich ein Recht habe zu leben und meine Familie in Israel auch ein Recht hat zu leben. So zu dieser Frage. Stopp, lass mich gerade mal dabei, das ist wichtig, das sollten wir erstmal an der Stelle stehen lassen. Übrigens auch mit Blick auf die Uhr werde ich jetzt die letzte Frage an Doron stellen. Ich will nur eins sagen, was mich ja immer auch verwirrt, ist, warum eigentlich keiner die Frage stellt, welche Indizien es gibt, dass dieses Palästina, was da gefordert wird, ein liberales, demokratisches, Menschenrechte achtendes, freies Palästina, nein, von denen, die mit Free Palestine auf die Straße gehen. Keiner kann sich doch wünschen, dass diese Hamas eine Regierung in einem freien Palästina wäre und wer da lebt, wie sieht dieses Leben für die Menschen dort aus, die unter diesem Regime leben. Aber das ist eine ganz andere Frage und eine andere Diskussion. Meine Schlussfrage an dich, Doron, lautet, hast du mit diesem 7. Oktober Illusionen verloren? Also was da passiert ist, und ich glaube, das haben wir vielleicht noch nicht ganz klar gemacht, was da passiert ist, ist für Juden eine riesige Kränkung. Nämlich eine Kränkung insofern, als dass
Jüdisches Leben war seit Jahrhunderten prekär. Ob man jetzt sagt 1348 Toulon oder ob man jetzt sagt Kischinew 1903 oder 1929 Hebron oder 1941 Bagdad oder 1946 Kielce, das ist prekär. Und man hat sich nicht ausgesucht, nach Palästina zu gehen, weil man dort gerne, weil dort die Orangen besser blühen als in Italien, sondern weil es hier so war, dass man nachher nach nicht leben konnte. Das war ein Projekt, das auch damit zu tun hatte, dass man Juden morden wollte. Ja, das heißt, wie Thormer gesagt hat, wir lebten auch in der Diaspora mit dem Bewusstsein, nie wieder. Und Israel hat nämlich nicht nur eine Sicherheit als Illusion, sondern eine tatsächliche Selbstbewusstsein gegeben. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses nach 45, du kannst Jude sein, auch außerhalb deines Hauses und stolz, das hat einen Knacks bekommen. Ja? Damit werden jetzt gerade jüdische Gemeinden intern konfrontiert. Damit beschäftigen sie sich gerade. Deswegen wollen sie hören, Existenzrecht Israels, weil die jüdische Existenz seit Jahrhunderten, auch hier, wo wir jetzt gerade sprechen, in Zweifel gezogen worden ist. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Und diesen Grund, auf den zielt auch die Hamas. Habe ich das vorher nicht gewusst? Wer hat das vorher nicht gewusst? Ich wollte diese Frage eigentlich noch nicht anrühren, weil ich finde, dass wir tatsächlich noch nicht so weit sind. Aber wenn man mich fragt, es gab Leute, die geglaubt haben, man muss nicht mit der PLO, man muss nicht mit der palästinensischen Administration verhandeln, weil man kann mit der Hamas einen Status quo behalten und mit Saudi-Arabien, mit denen wir noch niemals Krieg geführt haben, Frieden schließen. Als Linker? Ich habe eine Illusion gehabt? Also ich sage nur, ich nicht. Vielleicht andere, ich nicht. Und ich sage das jetzt, obwohl es hier nicht hergehört. Aber wenn man mich fragt, sage ich es. Die jüdische Linke hat sich in diesem Punkt nichts vorzuwerfen. Die jüdische Linke hat in diesem Fall, bei diesem Massaker, das höchste Blutzoll gehabt. Diese Leute, die dort umgebracht worden sind, waren aus der jüdischen Linken. Das waren unsere Leute, das kann man sagen. Und man kann auch sagen, dass die Leute, die jetzt gehen und auch ein Blutzoll haben werden, das sind sehr viele, die in der Regierung sitzen, nicht. Sagen wir es mal vorsichtig. Unsere Zeit für das Gespräch ist um. Das Gespräch muss weitergeführt werden mit anderen, an anderen Orten, auch untereinander. Aber ich denke, es ist gelungen, ein erstes Gespräch zu führen, einen Aufschlag zu machen, und das ist gut so. Und wenn ich persönlich einen Wunsch äußern darf, dann sind es, nein, es sind zwei Wünsche. Der erste Wunsch ist, denken auch Sie alle über das nach, was wir gehört haben. Setzen Sie sich bitte dafür ein, dass es möglich ist, einfach so Israel zu sagen, ohne ein Aber, ohne es in Zweifel zu ziehen, dass dieses Land und dieses Volk ein Recht hat zu existieren. Ich kenne kein anderes, kein vergleichbares Land, das in gleicher Weise angegriffen wird und sich verteidigen muss. Und ich bitte Sie, das einfach im Kopf zu behalten, auch bei den vielen Bildern, bei den Informationen, die jetzt in den kommenden Tagen und Wochen auf uns alle einprasseln werden. Zweiter Wunsch, bleiben Sie hier, jetzt gibt es nämlich ein weiteres Gespräch, das wichtig ist. Da geht es um Russland und es geht um die Frage Hoffnung für Russland, also um jenes Russland, das es hoffentlich eines Tages nach Putin geben wird. Claudia Roth wird an diesem Gespräch teilnehmen und eine der Mitgründerinnen von Memorial. Dankeschön.